erstmal, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, dass unsere TV-App über ein cooles Chat-Modul verfügt, mit dem ihr euch austauschen und miteinander vernetzen könnt. Um das Chat-Modul nutzen zu können, benötigt ihr ein angelegtes Profil. Es reicht nicht aus, einfach nur Gast zu sein. Der große Unterschied zu WhatsApp ist, dass wir die Chat-Module administrieren. Das heißt, ihr könnt sehen, welche Chatgruppen sind verfügbar und könnt euch da einfach ein- und ausschalten. Und wenn ihr zum Beispiel nicht mehr in der B-Jugend seid und nun in die A-Jugend wechselt, könnt ihr einfach sagen, ja, ich bin jetzt nicht mehr in der B-Jugend, gehe aus dem Chat heraus und knüpfe mich dann in die Chatgruppe der A-Jugend ein. Das macht es viel einfacher, auch wenn Mutter und Vater wissen, was das Kind dann haben möchte, um sich zum Beispiel an einer Fahrgemeinschaft zu beteiligen, ist es von großem Vorteil. Großer Vorteil eben ist auch, dass die Daten sicher und bei uns auf der vereinseigenen Plattform administriert und verwaltet werden. Darum viel Spaß, nutzt das, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Go live!